begrüße Sie in der Kanzlei CDR Legal. Schon Mitte 2017 stand für die Anleger der Lombard Classic 3 fest, dass sie ihr investiertes Vermögen zum größten Teil verloren hatten. Das Unternehmen, das auch als erste Oderfelder Beteiligungsgesellschaft bekannt ist, musste Insolvenz anmelden. Anfang Oktober 2019 informierte der Insolvenzverwalter die Kommanditisten des Unternehmens darüber, dass Rückforderungen von Ausschüttungen vorgesehen sind. Er verweist dabei auf sogenannte Scheinauseinandersetzungsguthaben und Scheingewinne, die nach der Inso zurückverlangt werden können. Die somit als gewinnunabhängig geltenden Auszahlungen möchte er nunmehr zurückfordern. Erfahren Sie in diesem Artikel alles über den aktuellen Stand der ersten Oderfelder und was Sie als betroffener Anleger tun können, um einen noch größeren Verlust Ihres Vermögens zu vermeiden.